Hey Leute, ich bin's wieder, Seth! Leute? Leute, das vergangene Jahr ist... Naja, vergangen. Zu Ende ging es mit Pauken und Trompen. Und auch meine Wenigkeit hat sich bei reichlich Sekt und Kaviar im Whirlpool schön die Bläschen über den Wanz blubbeln lassen. Oh. Und ich wollte jetzt hier nicht unbedingt ein Abschlussvideo machen. Das Ganze soll eher ein nahtloser Übergang sein, wie bei Brust-OPs. Wie bitte? Gönnt euch auf jeden Fall. Im Endeffekt ist es heute halt auch ein Freitag wie jeder andere. Ihr braucht jetzt auch sicher keine von diesen Allmann-Oberlehrer-Videos, die euch für die Festtage gute Ratschläge mit auf den Weg geben wollen. Ich denke, wir sind uns allen bewusst, dass man angezündete Silvesterbatterien jetzt nicht unbedingt mit dem Mund aufheben muss. So machen wir heute einfach weiter, als wäre überhaupt gar nichts geschehen. Mit guten alten Horrorgames. Da habe ich mal wieder ein Spiel gefunden über die gute alte Schlafparalyse. Für alle, die nicht wissen, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Als Schlafparalyse bezeichnet man das Vorgehen, allen Videos von Seth einen Daumen nach oben zu geben. Wir hatten ja bereits vor einigen Jahren ein Game mit dem gaumenschmeichelnden Namen Hypnagogia. Da war doch was. Feedback hierzu, auch allen Erwartungen entsprechend, natürlich wieder überragend. Viel zu dunkel, ich sehe nichts, nice black screen, guck lieber Apo Red, Bildschirm schwarz wie deine Zähne, FNAF, like, wer auch blind ist, Helligkeit auf 100, kann trotzdem nichts erkennen, immer noch zu dunkel, wer will auch größere Brüste, warte. So dunkel. Ist doch das gar nicht. Interessiert mich jetzt auch nicht so. Kommen wir heute aber zu Paralysis. Ohne Ü. Dafür mit viel Sis. Dieses Spiel enthält laute Geräusche und basiert auf wahren Begebenheiten. Selbstverständlich. Nee, lass dir ruhig Zeit. Was geht ab? Ich kann mich nicht bewegen. Eine äußerst nachvollziehbare Reaktion. Scheint, als könnte ich lediglich meine Augen bewegen. Na, dann lass mal sehen. Nee, besser wird's heute nicht. Schaut aus wie mein Schlafzimmer. Bei Nacht im Tunnel, oder was? Oh, ach so. Never mind. Und, was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Abend? Hm? Träum ich? Wieso? Liegt Scarlett Johansson nackt neben dir? Mein Gott. Er hat die Eichhörnchen rausgelassen. Das waren weder die Eichhörnchen noch Scarlett Johansson. Aber man ist flexibel heutzutage. Ich nehme, was ich kriegen kann. Aber was zum Teufel war das dann? Weiß nicht, vielleicht einer von den Prank Bros? Du bist Stargast in ihrem neuen Video. Und schon wurde easy peasy die Karriereleiter erklommen, Leute. Was ist das denn jetzt? Spontane Nackensteife oder was? Ach nö, ach kommen Sie, hören Sie doch oft mit solchen Albernheiten. Nein, ich werde Sie jetzt nicht küssen. Auf gar keinen Fall spitze ich die Lippen für Sie. Lassen Sie Ihre Zunge nur in Ihrem Hals stecken. Okay, bringen wir es hinter uns. Na los. Dankeschön. Gerne mehr davon. Kommt doch alle rein. Es ist wie auf dem Bahnhof hier nachts in meinem Zimmer, Alter. Bewegen. Ich muss mich bewegen. Das berühmte Zitat einer jeden Couch-Potato. Das Licht. Das Licht. Das berühmte Zitat von Gott, als er mal wieder zu zeitig in den Feierabend ging. Ich muss aufstehen. Na dann viel Spaß dabei. Linken Arm bewegen, rechten Arm bewegen. Jetzt. Ich muss so wiggeln. Das ist ja wie zu Hause, Alter. Ist auch immer früh, wenn ich aufstehe. Erstmal so ein bisschen The Walking Dead Style angesagt. Ich kann das definitiv nachvollziehen. Und jetzt? Oh, ich stehe. Das Licht, also. Nur, dass ich es nicht vergesse. Ja, dann wollen wir mal. Hast du keine Nachttischlampe oder sowas? Hast du nicht mal einen Nachttisch? Oder steht da ein Piano? Du Super-Nerd, Alter. Kein Wunder. Du hast alles verdient, was dir widerfährt. Sämtliche Geister, Monster und Mutanten dieser Welt sollen dich nachts heimsuchen, Alter. Meine Güte nochmal. Was? Was tue ich? Was passiert? Das ist mir ja egal. Exakt meine Reaktion. Warum bin ich wieder hier? Was denn wurde? Okay. Warum hätte ich es mir nicht denken können? Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Ach, ist immer ärgerlich, wenn das passiert. Jedes Mal das Gleiche. Lassen bitte? Leute versuchen hier zu schlafen. Sehen Sie das nicht? Nee, ich sehe auch nichts. Haben recht.
Finger weg von meinem Piano und von meinen Jalousien. Erst recht, ich bitte Sie. Teddy! Hab ich dir das nicht verboten? Du kleiner Frechdachs, du! Suchst du mal wieder deinen Honig. Ich muss wiggeln. Ja? Ich muss den von mir runterwiggeln, oder? Wie soll das gehen, Alter? Der ist hartnäckig. Der klebt mit seinem Hintern direkt auf meinem Wanst. Und man kann es ihm nicht verübeln. Oh, warte mal, so geht das. Ah, ich muss das ein bisschen halten. Das Spiel ist doch komplexer, als ich dachte. Moment. Leute, es kann sich nur um Stunden handeln. Und dann werden wir gleich wieder aufstehen. Und nach dem Lichtschalter suchen. Und diese Farce hier ein für alle Mal beenden. Ja, ich mach doch schon hin, Alter. Jetzt bitte hier keinen Stress. Ein Finger weg von meinem Hab und gut. Oh, wie mache ich das? Warte. Ey, das ist schwerer, als es aussieht. Ah, ich hab's gleich. Man muss immer den richtigen Punkt erwischen. Ah, da fällt er. Ha, ciao, Bella. Was? Ja, nein? Ich bin recht stolz auf mich. Und sonst so? Oh, ach da. Hast du Angst? Nein. Interessant. Siehst du was in der Ecke deines Raumes? Ich sehe überhaupt gar nichts. Hast du es gesehen? Nein. Bist du sicher? Ja. Schau nochmal nach. Welche Ecke denn, du Schlaumeier? Sieh hoch. Ja, da ist schwarz, Alter. Da ist nichts. Ich seh's. Nicht. Okay. High five, Boys. Ihr habt es verstanden. Hast du das genossen? Nein. Oh, schade. Ich hoffe, du magst den nächsten. Wo ist dein Freund, Mr. Bear? Ich zünd euch alle an, ey. Teddy, erzähl mir was von den wahren Begebenheiten, auf denen dieses Spiel basiert. Ich brenne drauf, es zu wissen. Ich brenne so sehr drauf. Wo wir wieder beim Anzünden wären. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann es nicht erwarten, dich zu sehen. Ich kann es nicht erwarten, etwas zu sehen. Ich muss jetzt das Licht anmachen. Okay. Ich probier's nochmal, ja? Bewege meine Hände ganz langsam. Und auf ein neues. Täglich grüßt er bekanntlich das Murmeltier. Das hat auch was mit dem Aufstehen zu tun. Halt dein Maul jetzt! Ich trete dir einen Arsch, Alter. Danke sehr. Muss man denn erst laut werden hier? Das Licht. Ach, ich stehe wieder. Mensch, sag doch mal Bescheid. Spawn mich doch nicht mitten im Blackscreen. Irgendwie hat wieder meine FPS geklaut. Ich hab den Teddy im Verdacht. Ich gehe jetzt weiter. Ich ignoriere jetzt diesen Command hier. Ich schaue mich jetzt um. Mal gucken, was sich finden lässt. Es ist immer gut, sich umzuschauen, wenn man ja nichts sieht, ne? Es lohnt sich dann immer besonders. Kann ich die Jalousien aufmachen, so als alternativen Lösungsweg, so? Dann muss ich auch ein bisschen kreativ denken hier. Kann ich vielleicht raus? Gibt's da was Interessantes für mich? Gläschen Milch oder ist das immer noch für einen Weihnachtsmann? Wird ja wohl noch fragen dürfen. Nein, ich klicke hier random im Raum rum. Alles klar. Und jetzt? Darf ich es noch ein drittes Mal probieren? Schon wieder! Seid ihr auch so gespannt, wie es weitergeht, Leute? Ich kann mich nicht bewegen. Oh, wieder einmal. Mensch, es ist doch zum Mäusemelken her. Was zur Hölle? Was ist denn schon wieder? Ja, kommen Sie ruhig rein. Machen Sie sich's gemütlich. Andere klopfen und fragen nicht mal nach. Alter, was? War das die Tür? Soll das die Tür gewesen sein? Oh, jetzt gehen sie doch nicht weg. Kommen Sie, ich habe ein bisschen Langeweile. Möchten Sie mir eventuell helfen, den Lichtschalter zu finden? Nicht? Okay, muss ich die Glühbirne wechseln? Ich weiß ja nicht. Oh, hat sich erledigt. Vielen lieben Dank für Ihre Einsatzbereitschaft. Appreciated. Ich werde sie positiv namentlich erwähnen. In meinen Manuskripten. Ja, aber ich dich nicht. Dann macht das keinen Sinn. Schade, du gibst dir durchaus Mühe. Was, Anxiety Bar?
Mit dem Mauszeiger kann ich meine Ängste im Zaum halten. Ach, ach nein, Gordon! Bist du's? Wir haben uns endlich getroffen. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Wait, what? Was ist denn hier los mit dem Spiel? Boah, ist das kacke, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Hören Sie auf zu schmatzen! Oh mein Gott! LOL! Was ist da? Ist das ein gewaltiger Hodensack? Och, nee. Oh Gott! Warte. Komm, der Doppelfinger. Wie zu Hause. Ich habe das geübt. Ich sage nicht wo, das geht euch nämlich gar nichts an. Halt, echt jetzt? Nein, ey. Das Licht! Oh, zur Hölle mit deinem Licht, Alter. Mach das selber. Ich hab keinen Bock mehr. Was für eine Nacht. Ach, hier ist das. Oh, es ist zu Ende. Ich bin zurück. Ich muss die Treppe runtergehen für einen Drink. Wir reden nicht mehr von dem Glas Milch, oder? Sondern von einem Drink, oder? Ich habe sehr viele Fragen. Warum ist der Drucker neben dem Fernseher? Warum wachsen da kleine Bäume auf deinem Tisch? Was ist los mit dir, hä? Was ist in deinem Leben geschehen? Ist doch eine großartige Idee. Dass du mir jetzt dann den Plot-Twist um die Schnauze schmieren kannst mit: Im Treppenhaus wartet noch jemand. Du bist also gar nicht wach. Du hast es nicht geschafft. Es ist noch nicht vorbei. Wetten? Um wie viele Likes wetten wir? Kommt. Wait. Moment. Gib ihm eine Sekunde. Ist es wirklich vorbei? Oh Mann. Tja, Leute. Was soll ich sagen? Ach Gott. Das ist ja eigentlich ein ziemlich geiles Thema, muss ich sagen. So. Schlafparalyse, das fetzt irgendwie. So als Game. Ich mag es halt einfach so, diese komprimierte Erfahrung irgendwo zu sein, sich nicht groß bewegen zu können und es nur über sich ergehen zu lassen. Aber das muss dann halt auch irgendwie stimmig sein, ne? Und nicht mit diesen komischen, diese Standard-Unity-Monster-Gesichter, ey. Das ist halt so. Oh nee, das habe ich schon in 1000 anderen Spielen gesehen. Leute, da stand gerade die Frage der Fragen, was ist euer schlimmster Albtraum, außer dass ich FNAF für immer und ewig beende. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und... Seth? Ja? Ich leide auch an Schlafparalyse. Leidest auch an Schlafparalyse, ja. Es ist wirklich schlimm. Aha. Ja? Also grüß mich.